Beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, sind wir bei einem Zuschauer zu Hause. Und wenn ihr mitmachen möchtet, dann könnt ihr euch gerne bewerben. Pimp My Kitchen geht in die fünfte Runde und heute bekommt jemand von euch, also jemand aus der Community, eine brandneue Küche. Ihr habt euch fleißig beworben und von über 10.000 Bewerbungen haben wir einen Gewinner rausgezogen. Er selbst möchte die Küche aber gar nicht haben, aber dazu gleich mehr. Aber um was geht's eigentlich? Bei Pimp My Kitchen geht's darum, euch zu zeigen, wie man Küchen richtig plant, worauf es ankommt und ich gebe euch zusätzlich nützliche und kreative Tipps zum Einräumen und Organisieren eurer Küche und natürlich auch zum Dekorieren der Küche. Und da ist es wirklich völlig egal, ob es eine Mitarbeiterküche ist, eine Küche für den Kindergarten, einen Promi oder ob ich damit jemanden von euch überrasche. Der Muffin? Und jetzt zurück zu Freddy. Warum möchte er eigentlich die Küche nicht für sich selbst haben? Freddys Eltern haben seit über 30 Jahren ein und dieselbe Küche und mit der Zeit kam die Küche natürlich in die Jahre und deswegen möchte Freddy seine Eltern zum Dank mit einer neuen Küche überraschen. Richtig süß von ihm. Und um Freddy, Thomas und Annemarie von ihrem Glück zu erzählen, bin ich nach Ditzingen gefahren und habe mir gedacht, ich besuche sie mal bei der Arbeit, um sie dort zu überraschen. Wir sind gerade hier in Ditzingen im Kreis Ludwigsburg bei der Feuerwehr. Wir gehen jetzt hier gleich rein. Haben was richtig Cooles geplant und dann werden beide heute überrascht mit einem Großeinsatz in der Küche. Da sind wir, in der Umkleide der Freiwilligen Feuerwehr. Ich nehme jetzt einfach mal die Kleidung von der Nadine, schlüpfe da rein. Oh Gott! Freiwillige Feuerwehr Sally Östjohn, die schönste Küche Deutschlands, für Sie im Einsatz. Woo! Hallo? Hier steht Freiwillige Feuerwehr aus Waghäusel und zwar geht es um einen Großeinsatz. Es muss eine neue Küche her, Pimp My Kitchen 5. Annemarie und Thomas, ihr habt gewonnen. Ihr seid die glücklichen Gewinner von Pimp My Kitchen 5. Ich denke mal, die Überraschung ist geglückt. Also lasst uns jetzt keine Zeit verlieren und die alte Küche von Annemarie und Thomas anschauen. So, da sind wir, Annemarie. Hier ist eure Küche. Jawohl. Die sehe ich ja jetzt auch zum ersten Mal tatsächlich. Ich muss sagen, auf den Fotos und im Bewerbungsvideo sah es ein bisschen größer aus. Mhm. Aber die ist ja doch recht schön gemütlich klein. Ja, aber ich sehe, die ist schon in die Jahre gekommen. Sie ist ziemlich in die Jahre gekommen, hast du so gesehen. Ne? Was gefällt dir an deiner Küche und was gefällt dir denn nicht? Vielleicht kannst du mir das mal sagen. Na, ich fange mit dem Positiven an. Ja. Das ist die Arbeitsfläche. Mhm. Also weil wir wirklich ganz viele Leute immer zum Essen haben. Und dann kann man als Buffet das auch gut machen. Also das heißt, etwas, an dem ich wirklich hänge, das ist das. Mhm. Ja, und ansonsten... Sonst gefällt mir eigentlich nicht so viel mehr da drin. So viel Stauraum brauchst du wahrscheinlich. Das, ja, und so viel brauche ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Zum Beispiel die Bücher da, die könnte man ruhiger wegdenken. Dann, ich sehe das schöne Kochbücher. Es fehlt nur noch meins dabei. Ja, gell? Das bringe ich dir dann mit. Ja, wunderbar, wunderbar. Das auch könnte man sich auch anders vorstellen. Ja. Aber das benutze ich ganz arg viel, weil ich bin Espresso-Tante. Also auch deutsche Kaffee. Und ich habe ganz viele Sorten auch Espresso immer. Und was ganz doof ist, ist also die Tür. Wir denken daran, das vielleicht als Schiebetür irgendwie zu gestalten. Dass man quasi da die Wand aufbrechen kann. Oui, irgendwie. Die Tür nicht reinschieben. Ja, also mal schauen, wie wir das noch regeln könnten. Hier haben wir auch so ein Teil, weiß ich nicht, das mit diesen Putzsachen, ob man das nicht auch irgendwo unterbringen könnte. Und wie ist denn generell für dich? Ich sehe, die Küche geht ja bis hoch zur Decke. Ja, also das ist nicht gut. Dein Mann ist ja recht groß. Ja, du hast du immer den Hocker? Ja. Also, um an alles ranzukommen. Ja, und manchmal, also mit dem da und mit den Knien hole ich da was hoch. Also du hast wahrscheinlich viel Staugut, was du generell immer mal wieder brauchst. Ja. Dann würde ich auch schauen, dass du alles, deswegen muss ich dich auch gleich ein bisschen besser kennenlernen, alles, was du oft brauchst, auf deine Höhe und alles, was wir seltener brauchen. Ja, ja, da gibt es Systeme. Guck mal, das ist die ganzen Backformen, Tart und Quiche. Ja, das ist vielleicht ein Korb, was ich dir zeigen kann.
Das ist mit den Rezepten meiner Mutter. Zum 80. habe ich ihr das so geschenkt. Und das ist das, was sie uns gemacht hat und wo sie herkommt. Pour Maman et ses enfants. Mhm. Für Mama und die Kinder. Ja. Ich habe auch so Bilder mit meinem Papa und der Wassermelone. Ist toll, oder? Ach Gott, das ist schön. Und das sind die Rezepte. Rezepte. Ja. Also das ist, ja, es war viel Arbeit. Ich habe es in 3 Sprachen dann übersetzt. Wow. Was für alle Neffen und so. Ja, klar. Oh, das ist schön, so ein richtiges Familienalbum. Ja, genau. So. Vielleicht können wir auch mal dann, wenn die Küche fertig ist, so einen kleinen Pasta-Kurs machen hier. Schön. Ja, okay. Mhm. Ja, da bin ich ganz stolz drauf. Weil, ja. Schön. Das wird richtig toll. Ich freue mich so sehr drauf, denn es wird so ein richtig schöner Vorher-Nachher-Effekt, glaube ich. Ich glaube, die zwei freuen sich richtig. Damit ich eine Küche planen kann, die natürlich perfekt zu Thomas und Annemarie passt, muss ich erstmal wissen, was gefällt denn den beiden. Deswegen eignen sich hier Küchenkataloge super, weil man sich da ganz toll inspirieren lassen kann und eben schon mal schauen kann, was gefällt und was zum Beispiel gar nicht gefällt. Wollt ihr eine moderne Küche? Wollt ihr eine Landhausküche? Hell, dunkel, farbig? Ja, moderne. Ja, moderne. Diese Neuheiten, also da ist alles, was ganz neu drin ist. Das ist alles so dunkel. Ja, aber Farbe hätte ich mir schon, was, rot schon bloß. Wenn es rostrot ist, gefällt mir nicht. Das ist auch sehr dunkel. Selbe Farben gibt es momentan kaum. Genau, also schaut mal hier zum Beispiel. Genau, hat es eine Easy Touch in Taubgrau. Dann hat es eine Easy Touch in diesem Sandfarben. Ja, das ist nicht schlecht. Genau. Das ist gut. Jetzt weiß ich ja, was den beiden gefällt und was ihnen auch so gar nicht gefällt. Im Küchenkatalog konnte ich schon einige Inspirationen bekommen, aber ich fahre jetzt noch gemeinsam mit euch zu Nobilia nach Verl, denn auf der Küchenmesse kann man sich noch mal so richtig inspirieren lassen. Und da könnt ihr euch selbst auch gerne anmelden, falls ihr auf der Suche nach einer neuen Küche seid, denn die Küchen kann man anfassen, erleben, die Schränke öffnen und einfach Neuheiten entdecken. Darum liebe ich alles, was so grün ist. Vielleicht wird ja auch meine neue Küche grün. So wie hier Jade. Jade ist nämlich eine neue Farbe in der Sensorfront. Und es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Farbe. Komm, ich zeig's euch mal. Hier ist sie, die Sensor Jade, eine absolute Trendfarbe. Und ich sag's euch, die hat so ein richtig softes, mattes Finish, wodurch sie sich richtig weich und ganz angenehm anfühlt. Vor allem ist es aber auch eine Front, die zu 100% aus recyceltem Material besteht und dafür auch ausgezeichnet wurde. Und was ich ganz toll finde, sie hat die Anti-Fingerprint-Beschichtung und ist natürlich auch extrem kratzunempfindlich. Ich glaube, das wird meine neue Lieblingsfront und vielleicht wird ja auch mein Studio in dieser Farbe. Wer weiß. Jetzt habe ich einige Inspirationen und weiß schon ungefähr in der Theorie, wie die Küche aussehen soll. Jetzt geht's aber in die richtige Planung. Ich habe jetzt hier eine relativ kleine Küche, in die aber viel Stauraum muss. Das heißt, ihr könnt euch jetzt hier erst einmal überlegen, was sind denn die Küchenzonen? Ich habe einmal die Küchenzone Spülen und Müll, die Küchenzone Vorbereiten, in der Lebensmittel zum Kochen vorbereitet werden. Ich habe die Küchenzone Kochen und Backen, Aufbewahren, Anrichten, also Geschirr und Besteck und natürlich auch Lebensmittelbevorratung. Der Spülplatz ist natürlich schon vordefiniert, weil ich da die Abflussrohre schon habe. Das heißt, der Spülplatz wird sich vom Platz her nicht verändern. Den ganzen unteren Bereich werde ich mit Korpusen ausstatten, damit ich hier möglichst viel Stauraum habe. Auch besonders gerade die Ecken, die normalerweise immer so tote Zonen sind. Die komplette rechte Seite bekommt dann noch Hochschränke, damit dort auch viel Stauraum unterkommt und zum anderen auch Elektrogeräte und Kühlschrank reinpassen und auch ein kleiner Hauswirtschaftsschrank. Der obere Bereich der rechten Seite wird dann noch schön ausgestattet für Geschirr. Das heißt, dort kommen noch Vitrinen mit rein mit Glasfronten und dort wird auch ein bisschen indirektes Licht mit eingebaut, damit das Ganze so ein warmes Ambiente bekommt und auch vom Licht her so ein bisschen heller wird. Auf die Spülenseite kommen auch einige Hängeschränke, in die auch ganz viel Staugut reinpasst. Annemarie und Thomas war ja auch ganz wichtig, dass sie eine extrem große freie Arbeitsfläche haben zum Arbeiten und zum Abstellen. Das bedeutet, die komplette Fensterfront ist Arbeitsfläche und wird durch nichts unterbrochen. Die übrig gebliebene Seite ist dann das Kochfeld, sozusagen die Kochzone. Und auch dort wird alles optimal ausgenutzt, damit kein Platz verschwendet wird. Ich denke, so ist die Küche jetzt optimal geplant. Ich habe alle Küchengeräte integriert, habe ein tolles Farbkonzept, auch ein tolles Lichtkonzept mit indirekter Beleuchtung und habe einfach ein super schönes Ambiente geschaffen. Die Küche kann jetzt bestellt werden und wird dann von Mario und Claudio eingebaut.
die Küche jetzt auch optisch gut zu gestalten, habe ich mich jetzt hier für zwei Farben entschieden. Und zwar nehme ich zum einen die Nobilia Front Touch in Lacklaminat Aqua Supermatt. Kombiniere dazu eine Extra Arbeitsplatte in Eiche Artisan. Die hat eine ganz tolle 3D-Struktur und sieht einfach aus wie echtes Holz, ist aber viel unempfindlicher und man kann eben richtig toll drauf arbeiten. Das Ganze wird dann noch kombiniert mit einem Bügelgriff in Schwarz und mit XL-Korpussen. Und da kann man wirklich auch die Arbeitshöhe selbst bestimmen. XL-Korpus bedeutet, ich habe extra viel Stauraum und kann dann mit der Sockelhöhe variieren und natürlich auch mit der Dicke der Arbeitsfläche und so die optimale ergonomische Höhe für jede Körpergröße bestimmen. Wie schön ist bitte diese Küche geworden? Ich bin richtig begeistert. Ich finde, aus dem Raum ist einfach ein völlig anderer Raum entstanden. Und jetzt geht's ans Küche einräumen. Ich habe euch ja schon öfter in meinen Videos die Tipps gegeben zum Küche einräumen. Am besten schaut ihr mal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es nämlich einen Blogbeitrag. Küche organisieren. Ihr könnt nämlich verschiedene Küchenzonen einrichten. So wie ich es euch auch schon bei der Planung gesagt habe. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Post-its schon bereit. Werde hier alle Schränke bekleben. Dann alles, was ich einrichten möchte, schön sortieren und die Küche einrichten. Ich freue mich. Das ist so schön. Ich würde mal sagen, hier kommt direkt Geschirr und Besteck. Immer schön ans Arbeitsdreieck denken, auch in kleinen Küchen. Spüle. Kochen, vorbereiten, alles am besten an einer Stelle, dass man nicht so oft hin und her muss. In der Küche waren viele Lebensmittel offen und ich weiß, dass viele das auch so handhaben, dass sie einfach offen wieder verschließen oder Klammern drum machen. Es ist aber tatsächlich besser, dass ihr eure Lebensmittel direkt dann luftdicht verpackt, in Vorratsbehälter zum Beispiel. Zum einen habt ihr den besseren Überblick, ihr könnt Vorratsbehälter auch stapeln. Ihr habt den Durchblick, falls sie auch schön durchsichtig sind und sie sind einfach geschützt. Geschützt vor Motten zum Beispiel. Man nimmt sich ja oft auch Motten mit aus dem Supermarkt nach Hause. Sowas entsteht eigentlich nicht im Haushalt, sondern ist irgendwo schon mit drin. Verbreitet sich dann leider auch recht schnell, hatte ich auch schon. Und dann ist es immer gut, wenn man Vorratsbehälter hat, die luftdicht sind und man einfach alles übersichtlich hat. Und zum anderen sind Lebensmittel dann auch länger haltbar, weil kein Sauerstoff drankommt und natürlich auch kein Staub und kein Schmutz. Alles ist schön geschützt, übersichtlich und praktisch sortiert. Hier über dem Kochfeld habe ich einen Schrank mit der Dunstabzugshaube und da werde ich jetzt schauen, dass ich hier trotzdem den Schrank und den Platz, den ich noch übrig habe, sinnvoll nutzen kann. Ihr könnt hier zum Beispiel den Vorrat reinmachen für Küchenrolle. Dann habe ich hier einen Küchenrollenhalter, der kommt hier mit rein. Denn ich mag es gar nicht so gerne, offene Küchenrolle irgendwo in der Küche stehen zu haben. Dann hat man das ganz praktisch hier. Pimp My Kitchen wäre nicht Pimp My Kitchen, wenn sich hier nicht auch ein Gewinnspiel verstecken würde. Deswegen gibt es für euch jetzt die Chance, was Großes zu gewinnen. Ihr seht hier schon neben mir aufgebaut einen Gusseisentopf, eine Wabenpfanne und ein Messer. Ihr dürft gerne entscheiden, welche Wabenpfanne ihr möchtet, die kleine oder die große. Ob Gusseisentopf, Alime, Ella, Samira oder Baba oder whatever und welche Farbe natürlich auch. Und welches Messer ihr haben wollt, Santuku, Masuta oder Nakiri, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und obendrauf lege ich euch noch einen 500-Euro-Gutschein für Sallys Shop. Da könnt ihr euch mal richtig austoben. Denn auch wenn ich es nicht zu euch nach Hause in die Küche geschafft habe und nicht eure Küche gepimpt habe, könnt ihr euch damit mit diesem Gewinn einfach eure Küche ein bisschen selber pimpen. Die Küche ist jetzt fertig eingeräumt und ich mache jetzt mal eine Küchen-Roomtour mit euch. Also ich zeige euch jetzt mal alle Schränke, die wir hier so haben. Ihr seht hier direkt im Hintergrund habe ich ja die Vitrinen und da eignet sich natürlich einfach die Aufbewahrung von Geschirr
und von Gläsern. Und falls ihr auch Geschirr habt, was ihr doppelt stapeln wollt, um Stauraum eben auch zu sparen und den Stauraum optimal auszunutzen, könnt ihr hier noch so kleine Regale mit einbringen. Und hier habe ich einfach, weil ich die Kaffeemaschine hier aufgebaut habe, eben die Tassen, das Geschirr für jeden Tag, hier oben noch Teevorräte oder auch Ofenformen. Und hier links einfach alles, was an Gläsern eben da ist. Und ich habe auch hier bewusst das Ganze so rum eingerichtet, dass hier die Gläser sind, weil die schön leicht sind, man kommt gut hin, auch wenn man vielleicht etwas kleiner ist und eben an dieser Ecke vielleicht schwerer an die oberen Schränke kommt. Und hier dann eben das sperrigere, das Geschirr, was ein bisschen schwerer ist, dass man eben alles schön ordentlich einräumen kann. Auf der Küchentheke lagere ich am liebsten fast gar nichts, außer so ein bisschen Dekoratives, aber auch Nützliches. So wie jetzt hier die Kaffeemaschine, die Kaffeebohnen dazu, vielleicht noch so ein bisschen Kekse dazu, falls man zum Kaffee was servieren will. Hier noch ein paar Koch- und Backbücher. Hier habe ich jetzt die Kenwood Cooking Chef Connect in der Farbe Schwarz auf dem Gleitbrett von Kenny Professional. Da kann man es nämlich dann schön aus der Ecke herausziehen und dann eben ganz einfach wieder nach hinten schieben, ohne dabei die empfindlichen Füße der Kenwood Cooking Chef Connect zu beschädigen. Das Gleitbrett verfügt auch über ein Ambilight, das heißt, wenn es hier etwas dunkler ist und unsere Filmlichter raus sind, hat man auch eine schöne indirekte Beleuchtung, sowohl in der Küche, hier in der Nische, als auch in der Vitrine oder eben auch in der Kenwood. Dann zeige ich euch hier direkt noch die Schränke. Ich habe hier in dem kompletten Hochschrank ganz rechts einen Hauswirtschaftsschrank. Daneben ist der Kühlschrank mit Gefrierfach. Hier ist der Backofenschrank. Da oben habe ich ein paar Backsachen, die Backbleche. Habe hier zum Beispiel auch die Ofenhandschuhe, dass man direkt drankommt und eben Ofenformen. Unter dem Backofen ganz praktisch, hier mit dem individuellen Holzeinsatz könnt ihr nämlich ganz wunderbar den Stauraum ausnutzen. Ihr habt diese Abtrennungen und die Absteckregale, die könnt ihr da reinsetzen und zum Beispiel Backformen, die sich normalerweise nicht so gut stapeln lassen, wie Muffinformen oder hier diese Tartformen, die Obstkuchenform oder auch andere Backsachen, die könnt ihr hier wunderbar verstauen, ohne dass alles verrutscht. Hier habe ich den Bereich Backen, das heißt hier in der Schublade so ein paar kleine Backhelfer, die hier super organisiert sind, die auch immer schnell griffbereit sein sollten. Dann den Backvorrat, der aber verschlossen ist. Hier im Haushalt gibt es nämlich keinen Hauswirtschaftsraum, das heißt alle Vorräte, die man in der Küche braucht, sollten auch hier verstaut werden. Das heißt, hier sind die Vorräte, die geschlossen sind, die man sich dann hier rausnehmen kann. Und hier unten so die, ich nenne sie jetzt mal die herzhaften Vorräte, also sowas wie Bohnen, Nudeln, Milch, alles was hier unten so reinpasst. Dann haben wir hier einen wunderschönen Apothekerschrank auf perfekt ergonomischer Höhe. Hier habe ich einfach noch so zwei Körbe mit reingepackt und im Apothekerschrank verstaue ich total gerne Essig, Öl und die ganzen Flüssigkeiten und Soßen, die es hier im Haushalt natürlich auch schon gab. Und da hat man einfach alles perfekt im Überblick und kann sogar die Tablare hier auf den Ebenen Höhen verstellen. Das heißt, wenn ihr mal was Höheres habt oder was Niedrigeres, einfach die Tablare verstellen. Was in der Küche auch optimal genutzt ist, sind die Ecken, die quasi eigentlich tot sind. Und zwar habe ich hier insgesamt drei Ecken, die tot sind. Das wäre einmal diese Ecke hier hinten. Und damit es eben keine tote Ecke ist, gibt es hier einfach einen Schrank mit diesen Drehauszügen. Ich habe jetzt hier den Gusseisentopf drin, der einfach sehr schwer ist, aber der einfach auf perfekt ergonomischer Höhe eingeräumt ist. Das heißt, wenn hier Annemarie den Topf braucht oder Thomas, können sie es hier einfach rausnehmen. Hier wieder verstauen und den Rest habe ich jetzt hier noch gar nicht eingeräumt, denn es ist auch Platz da, falls sie sich noch was zulegen oder doch was von ihren eigenen Sachen noch mit reinräumen möchten, weil ich jetzt natürlich nicht alles eingeräumt habe, aber schon so größtenteils. Hier oben ist direkt das Besteck eingeräumt. Passt perfekt, weil hier die Kaffeemaschine ist, bei der man eben auch die Löffel vielleicht braucht, das Geschirr, Besteck, alles hier, was man so zum Tischrichten eben braucht. Hier haben wir die Spülmaschine, auch schön eingeplant. Und hier in der Ecke habe ich es ganz anders gelöst. Ich habe hier nämlich den Le Mans eingebaut. Das ist der Nierenschrank, der auch hier zwei Tablare und zwei Regalböden sozusagen hat. Und der ist auch perfekt, weil er bis in die Ecke reingeht und man ihn eben rausnehmen kann. Das heißt, alles, was groß und sperrig ist, kann hier verstaut werden auf perfekt ergonomischer Höhe. Ich nutze ihn ganz gerne für Töpfe. Es passen aber auch zum Beispiel große Rührschüsseln rein oder auch Küchengeräte, die ihr vielleicht weiter hinten verstauen wollt. Und hier oben habe ich jetzt die Töpfe drin. Da unten sind die Pfannen. Da zeige ich euch auch was. Das ist auch ein cooler Lifehack eigentlich für die Küche, wenn ihr nämlich auch antihaftbeschichtete Pfannen habt, wie meine Wabenpfannen.
die möchte man ja schützen, man will nicht, dass sie zerkratzen. Und dann könnt ihr hier als Pfannenschutz sozusagen die Kochblume verwenden. Die Kochblume ist ein Überlaufschutz, ein Überkochschutz, wenn ihr Nudeln kocht, Kartoffeln oder zum Beispiel auch Linsen, die ganz gerne mal überkochen. Dann nehmt ihr die Kochblume und nichts kocht mehr über bei euch in der Küche. Und dann könnt ihr hier die Kochblume zwischen euren Pfannen verstauen, schützt eure Pfannen vor Kratzern und die Kochblume ist perfekt verstaut. Hier habe ich auch noch den Bratdeckel, den zeige ich euch auch mal. Der ist auch perfekt, weil ihr so mit dem Bratdeckel alles knusprig anbraten könnt, was normalerweise ohne Deckel gebraten werden sollte. Das ist hier so ein Glasdeckel und der hat hier diese Einkerbungen. Das heißt, ihr könnt den auf jede Pfannengröße verwenden und ihr setzt den Bratdeckel auf, habt hier so ein Ventil, was ihr steuern könnt und könnt dann zum Beispiel auch Fischstäbchen knusprig braten, ohne dass aber alles eben in der Küche herumspritzt. Der ist wirklich super gut. Lieben wir. Ich gehe jetzt hier nämlich direkt an mein Arbeitsdreieck. Und zwar habe ich hier den Wasserplatz, den Kochplatz und alles, was Vorbereitung ist. Hier oben habe ich meinen Lebensmittelvorrat und habe hier, damit Annemarie auch super drankommt, den iMove mit eingebaut. Der iMove dient dazu, hier den kompletten Schrankinhalt einfach nach unten zu ziehen mit einer Handbewegung. Das heißt, alles, was ihr hier drin habt, kommt auf die perfekte Höhe. Hier oben habe ich einfach mal die Grobvorräte, die man vielleicht nicht jeden Tag braucht, wie Kaffee, Tee oder Porridge und Haferflocken. Und hier einfach alle offenen, trockenen Vorräte, die wir zum Beispiel zum Backen brauchen. Hier unten genauso. Und ihr könnt hier, wenn ihr nicht so viele offene Vorräte habt, zum Beispiel auch nochmal anderes Kochgeschirr verstauen und habt dann hier einfach drei Ebenen, die ihr optimal ausnutzen könnt. Hier habe ich nochmal eine schöne Vitrine eingebaut und ich finde auch die macht hier einfach ein wunderschönes Licht. Ich habe hier das indirekte Licht unter den Hängeschränken, das Licht in den Vitrinen und es bringt einfach so eine total warme Stimmung mit rein. Dann dachte ich mir, wenn sie doch mal ein bisschen mehr Besuch bekommen und doch etwas mehr Geschirr brauchen oder Bowls und Schalen brauchen, ist das Ganze hier auch für Snacks geeignet. Hier noch ein paar süße kleine Pfannen, falls sie sich morgens mal ein Frühstück machen wollen und die Pfannen verwenden. Die Gewürzmühle für Salz und Pfeffer. Und hier oben auch einfach nochmal Platz für weitere Vorräte. Und hier gibt es auch was ziemlich Cooles. Ihr könnt nämlich einfach so kleine Boxen nehmen und hier wirklich alles thematisch sortieren. Zum Beispiel Ausstecher. Ihr könnt da Gewürzvorräte reinmachen, Tee verstauen. Und wenn das Ganze dann noch Deckel habt, so wie hier, dann ist es eben auch perfekt luftdicht verstaut. Es riecht dann nicht in den Schränken und ihr habt eben alles griffbereit. Hier habe ich nicht alles voll gemacht, denn wichtig ist auch immer beim Küche einräumen, dass ihr nicht alle Schränke sofort voll macht, denn es kommt immer mal was dazu, es kommt immer mal was weg und dann habt ihr eben trotzdem noch genug Platz, ohne dass alles gleich zu voll ist. Ich habe mir gedacht, ich packe ihr mal Brotbackmischungen und Backmischungen mit rein, da kannst du gleich was backen. Eine Schublade mit Kochgeschirr, also Kochwerkzeug, alles von Kochblume. Das habe ich jetzt hier oben, weil man dann, wenn man an der Küchenplatte steht, an der Kochplatte, hier sich einfach das Geschirr rausnehmen kann. Hier unten ist dann sozusagen der Bereich offene Lebensmittel Teil 2. Hier oben sind ja eher so die offenen Lebensmittel wie Müsli und Backvorräte und hier sind die Kochvorräte. Das heißt, alles was offen ist an Nudeln, Reis, Linsen, Hülsenfrüchten befindet sich hier auf verschiedenen Ebenen. Dann sind wir jetzt hier eigentlich schon am letzten Bereich, nämlich beim Kochbereich und beim Vorbereitungsbereich. Hier oben im Eckschrank würde ich euch empfehlen, Dinge zu verstauen, die ihr nicht jeden Tag braucht. Denn beim Eckschrank ist es so, dass ich zwei Handgriffe brauche, um ihn zu öffnen. Habe aber da richtig viel Stauraum drin. Auch hier ist der Stauraum noch gar nicht komplett ausgenutzt. Ich habe jetzt hier alle großen Schalen rein, die Flotte Lotte, die Nudelgeräte, hier noch ein paar Auflaufformen oder auch eine Tortenplatte. Und das kann man dann wirklich optimal ausnutzen, schön verstauen und vor allem ist alles gut übersichtlich. Aber alles, was ich so täglich brauche, habe ich entweder hier oder hier auf ergonomischer Höhe. Und da ist immer besser, man hat nur einen Handgriff. Hier oben die Dunstabzugshaube. Und wie gesagt, Platz für Wochenplan, Stundenpläne oder eben andere Dinge finde ich perfekt, weil man es hier einfach wieder individuell beschriften kann. Und hier sind, wie gesagt, die Küchentücher, Küchenrolle und einfach noch so zwei, drei andere Vorräte. Und dann habe ich hier den Kochbereich. Hier habe ich Gewürze verräumt, schön in kleinen Vorratsdosen. Dann natürlich die Löffelablage. Es gibt übrigens eine neue Löffelablage, die ich auch genial finde, weil es eine flache Löffelablage ist, die man hier hinlegt. Und wenn man dann hier kocht und zum Beispiel den Kochlöffel ablegen will,
hier am Kochen und die Arbeitsfläche nicht, nicht schmutzig machen will, legt man einfach den Kochlöffel hier ab und alles ist sauber. Ich liebe meine Kochlöffelablage. Das habe ich hier, genauso wie die Induktionsmatte oder auch die Messer und eben auch so ein paar Untersetzer. So, alles wieder schön verstauen. Hier ist eine Schublade, die ich einfach leer gelassen habe, damit Annemarie und Thomas auch noch selbst alles reinräumen können, was sie vielleicht noch brauchen oder auch möchten. Und hier unten dann so ein bisschen diese Vorbereitungssachen, sowas wie Rührschüsseln, Faltsiebe, Messbecher, Trichter. Und hier außen einfach in dem Bereich, wo ich auch die Küchentücher habe zum Hinhängen, finde ich übrigens perfekt, dass man hier nasse Tücher reinhängen kann. Denn ich muss sagen, ich hasse es, wenn Tücher irgendwo am Backofen hängen. Ich hänge es dann am liebsten da rein, dann ist es verstaut, sieht ordentlich aus und fertig. Und jetzt zeige ich euch einmal noch kurz die Küchengeräte. Bei den Küchengeräten habe ich natürlich auch wieder Küchengeräte von Bosch ausgesucht, die beiden wirklich super bedienen können. Und zwar gibt es einen Backofen in einer Standardgröße. Das ist ein Backofen, der wirklich alles kann. Ein Backofen der Serie 8 mit ganz normalen Heizarten wie Ober- und Unterhitze, mit voreingestellten Programmen und Favoritenfunktionen, mit Home Connect, damit auch wirklich alle Küchengeräte mit dem Handy steuerbar sind und man zum Beispiel die Einstellwerte vom Handy, vom Smartphone aus direkt an den Ofen senden kann. Ich habe hier aber auch noch eine Dampffunktion mit dabei für Volldampf oder auch verschiedene neue Funktionen wie Airfry zum Beispiel. Weil es der Platz auch hergegeben hat, gibt es aber auch noch einen Kompaktbackofen mit integrierter Mikrowelle, sodass auch Essensreste wunderbar erwärmt werden können und die beiden, wenn sie vor allem viel kochen wollen, auch zwei Backöfen gleichzeitig nutzen können. Man kann wirklich wunderbar die Kombigeräte verwenden, weil sie einfach viele Funktionen miteinander verknüpfen und man so eben viel Platz und Stauraum sparen kann. Außerdem gibt es noch das Induktionskochfeld plus Dunstabzugshaube. Und dann fehlen jetzt nur noch einen voll integrierten Geschirrspüler und eine Einbaugefrier- und Kühlkombination mit Gefrierfach. Und jetzt hole ich die zweimal. So, ihr zwei dürft gerne kommen. Da kommt sie gerannt, sie kommt gerannt. Ja. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Wow. In eurer neuen Küche. Ja. Hallo. Und wie gefällt's euch? Boah. Farben. Wow, oh, da freue ich mich aber ganz besonders. Farben. Oh, und das ist das Olivenöl, gell? Ja. Oh, und das mit dem Tee, das ist ja perfekt. Wenn ihr wollt, zeige ich euch ein bisschen was. Ja. Ich habe da Vitrinschränke. Wow. Oh, das passt schön. So ein bisschen warm, der Ton. Das Geschirr, dass ihr hier Kaffee trinken könnt und schön eben alles zubereiten könnt. Guck mal. Da eure Gläser. Das ist es. Boah. Ja? Ich habe hier deine Backsachen, die du gerne ergänzen darfst. Ja, hier ja. Eure Vorräte. Mann. Klasse, ich kann immer anfangen kochen. Ja. Da habt ihr zwei Geräte, ja. Und zwar einen Backofen mit Dampffunktion. Da könnt ihr drin dämpfen, dünsten, aber auch ganz herkömmliche Heizarten benutzen. Ober-Unterhitze, Heißluft, was auch und immer. Und für Pizza auch ganz für Pizza ja, ja. Mit extra, die ganzen Bleche habe ich hier oben drin. Und ihr habt noch ordentlich Platz. Also die Küche ist ungefähr zu 40-50% leer. Also ihr könnt noch so sogar vieles reinräumen, so, ja. Weil ihr richtig viel Stauraum habt. Das war euch ja so wichtig. Ja. Falls du mal eine Tarte zubereitest, habe ich dir Tarteformen mit Hebeboden. Gut. Die machst du dann da rein. Ich hab's jetzt nur rausgemacht, dass es nicht besser. Genau, da kam es von unten raus und die Platte passt perfekt von der Größe her. Wir können das da drauf servieren. So viel Geschmack. Danke. Viel Geschmack. Danke. Das ist bei den Bosch-Spülmaschinen so, alles was gefärbt ist, ist praktisch zum Verstellen. Jetzt also da muss ich echt mal eine Schulung machen mit den ganzen Geräten genau, hier. Alles je nachdem. Was für große oder kleine Teile eben schön ist. Ja, wie man es eben einstellen kann. Ach, mein Gott. Genau. Und ach, guck mal, das hat viel Arbeitsfläche für dich. Ja, das wollte ich ja oder? Schon sehr gern. Hier so ein bisschen Vorräte. Und Annemarie, weil ich ja ein bisschen größer bin als du. Ja. So ein kleines Stück. Hanura, winzig, winzig. So ein ganz kleines bisschen. Habe ich gedacht, kriegst du ein iMove. Ach, und dann kommst du auch bis ganz nach oben. Lala. Hast du alles drin. Lala.
Ah, das ist ja toll. Genau, Gewürzmühlen hier, wenn ihr euch morgens mal Eier machen wollt oder was anderes drin. Könnt ihr auch in den Ofen stellen oder auf den Grill. Das ist echt. Alles aus Emaille darf auf den Grill und in den Ofen. Und hier, Thomas, eher für dich dann auf deiner Höhe. Genau. Ja, auch noch viel Platz. Und ich dachte, dass ich dir das hier mit verschlossenen Behältern mache. Ja. Weil wenn du Gewürze hast und die mit Tee zusammen verstaust, dann riecht es immer. Ja. Und dann kann man das schön hier verstauen. Sehr schön. Ja, ich habe gedacht, hier vor. Ah, guck mal. Hier könnt ihr euch gerne Wochenpläne machen oder Einkaufszettel. Ja, das würde dir gefallen, gell? Der Willi, das ist so ein Planbar und ich bin einfach jemand. Willst du sich dran? Eigentlich schmeiße ich immer rum, weil ich immer denke, also eigentlich habe ich da jetzt keine Lust drauf. Also das ist so schwer für den Thomas. Aber naja. Ja. Oder kann man nicht Liebesbotschaften reinschreiben. Voilà. Also da bin ich ja vielleicht eher für sowas zu haben. Hier nochmal Vorratsbehälter für angefangenes Essen. Ja, cool. Hier Lebensmittelvorräte. Ah, das ist aber echt eine tolle Idee. Aber du bist echt ein Profi, wa? Weil auf die Idee. Das ist mein Job. Wir kochen schon so viele Jahre und auf die Idee irgendwie so, wie man es ordnet oder so. So ein bisschen anders organisieren. Ja, voilà. Aber das ist echt super. Aber es ist ja immer auch so der Blick von außen, weil in seiner eigenen Küche, man sieht es ja irgendwann nicht mehr. Ja, das stimmt. Wenn jemand von außen kommt und dann habe ich da einen anderen Blick und denke mir, vielleicht könnte man das hier oder da logischer einräumen. Ja, aber das ist echt... Wie gefällt es euch? Was ist so euer Highlight? Also mein Highlight darf ich so einfach... Ja. Erstmal, dass du da bist und das alles für uns gemacht hast. Das finde ich richtig super. Und überhaupt... Vom Gerät angefangen, bis auf deine speziellen Sachen, Kochtopf und so. Und diese schöne Vitrine mit dem Licht, ich mag es lichtvoll. Also insofern, wirklich, das würde ich sagen. Und die wunderschöne Arbeitsplatte. Das freut mich. Also, und die Farben natürlich. Ja. Also geniale Zusammensetzung. Ja. Man hat einen Geschmack da drin, einfach, Sally, wirklich. Danke. Das ist richtig schön. Das freut mich richtig. War also nämlich waren super aufgeregt. So gespannt auch letzten Endes. Ja. Und also das ist wunderschön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke euch auch fürs Vertrauen und natürlich auch richtig toll, dass der Freddy die Küche nicht für sich, sondern einfach für euch als Eltern ausgesucht hat. Das fand ich so berührend und fand ich so schön, weil das so seine Dankbarkeit euch gegenüber zeigt. Das ist Familie ist Wahnsinn, oder? Ich hole ihn auch gleich dazu. Gut, ich würde euch mal sagen, unser Kerli. Ich gebe euch einfach schon mal zwei Gläser. Merci. Dürft ihr gleich drauf anstoßen. Gerne. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Einschalten. Es war für mich wieder eine Ehre, eine neue Pimp My Kitchen Folge zu machen. Vor allem jetzt hier für die Community. Ich bedanke mich bei allen Partnern, die das möglich gemacht haben. Und falls ihr noch mehr Küchen sehen wollt, dann schaut einfach auf pimpmykitchen.de vorbei. Da seht ihr alle vergangenen Küchen, aber es kommen natürlich auch einige Küchen noch mit dazu. Das heißt, wenn ihr noch mehr Küchen sehen wollt, gerne diesen Kanal abonnieren. Hier gibt es auch weiterhin tolle Rezeptvideos, Organisationsvideos, Zubereitungsvideos, viele, viele DIYs. Und ich hoffe, euch gefällt das Format. Wenn ja, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Mein Team und ich freuen uns sehr, denn gerade Pimp My Kitchen ist ein sehr aufwendiges Format und wir brauchen da sehr, sehr viel Zeit dafür. Deswegen freuen wir uns umso mehr über euer Feedback. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss!